Bohnen, mensen, ik Bohnen. Nee, en krat, misschien voor ik had in Starbucks gezien. En de Frappuccino getrunken. En ja, het is een rote Tiago, moet ik hier halten. En eben, wat zullen we zeggen, man? We hebben Anthony getroffen en Gülşah. Ik ben Gülşah en ik moet ook iets zeggen. Bohnen TV is bohnenmässig voll bohnig, man. Yeah! Du kennst es. Gülşah bij Bohnen TV in Zürich. Es is grün, we moeten weiterlaufen. Ja, weißt du, in Zürich is alles so. Überall rot, grün, de Tram komt vorbei, weißt du? Aber eben. Wir haben Gülşah getroffen und ihr habt sie auch gesehen. Sie hat für uns bohnenmässig Bohnen gesagt. Und das ist einfach das Beste, man. Der erste Promi unserer Sendung bei Bohnen TV. Da sind wir stolz drauf. Merci Gülşah. Und vielleicht wünschen wir nächstes Mal auch den Anthony, weil er musste gerade aufs Tram säckeln. Er hat keine Zeit gehabt. Und ja. In dieser Didi, super Vitamin. Wir sind jetzt vor dem Joyce Studio, das ist gerade das grosse Gebäude hier, neben dem Aldi. Wir wollten reingehen, aber leider sind alle Live-Sendungen schon vorbei, weil wir sind ja vorhin im Starbucks gewesen, und bis wir da waren wegen dem Stau und so, ist es ein bisschen spät geworden, in den Living Room zu gehen. Ja, leider haben wir Stau gehabt. Scheiße, wir dürfen nicht rein. Und jetzt niemand dort drin, weißt du? Keine Ahnung. Ja, nächstes Mal. Was ist für eine Gutschein gewesen? Das war noch Gucci. So Kaffee? Starbucks Kaffee Gucci. Warte schnell, dann zeige ich euch mal. Es sieht aus wie eine Dollarbox. Look. 2-for-1 Frappuccino. Da. Jetzt andere Seite zeigen. Da kommt es über, wenn du im Fernsehen einen Auftritt hast. Voll cool, Mann. Bohnenmäßig, Bohnen, man. Ja, das ist schon easy. Aber es ist nicht gratis. Dort gehen wir jetzt her. Weißt du, was dort ist? Und zwar SF2, SF1, SF-Info. Alles ist dort vorne, Mann. Dort alles vorne. Dort, siehst du, dort mein Finger. Denkst, hier ist dort, oh, wow, wow, wow. Ja. Kennst du Fingertips, Mann? Das kommt auf Togolino. Er hat mich etwas fragen, aber er hat es vergessen. Also. Nein, nicht Fingertips. Jetzt gehen wir mal vorne zum SF2 Studio. Wir sind hier im Studio von Drysat, Swiss Text, SRG und SRF. Wir probieren etwas. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber wir probieren unsere Sendung nicht zu schleichen. Nicht da, Mann. Weiter vorne. Wir machen ein Bewerbungsvideo an alle Fernsehsender. Mein Name ist Can Özay. Ich bin von der Solothurn. Ich möchte Moderator werden. Ich auch. Er auch? Wir Moderatorenteam wie Joko und Klaas. Oder Ali G und der andere da. Borat. Nein. Ja, boah, Ali G. Ich bin sehr aufregend gewesen. Erkan und Stefan, genau, wie Erkan und Stefan. Unser Genre ist Comedy. Wir machen Comedy. Comedy! Jacobo und Müller, was ist das schon, Mann? Der war alte Sack und dem alten Müller, Mann. Muss so Humor bringen. Kennst du Jacobo und Müller? Nein, eben, das ist so eine hohe Senioren-Comedy-Sendung, Mann. Der ist am Stopp sauber. Wir brauchen jetzt etwas Jungs, Frisches. Breit. Joyce TV. Drysat, alle möglichen Sender, man, ProSieben vor allem. Erkan und Stefan. Oh! Oh, Tuneli, Tuneli! Publikumseingang. Oh shit, oh shit. Dort gehen wir jetzt rein, man. Yes. Halt. Bohnen im SF2 Studio live mit dabei an der Euro 2012. Wir sind hier in einer Live-Sendung, momentan haben wir Pause und haben ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Das dürfen wir uns leider aber nicht verwünschen. Tiago, schau da. Los geht's. Ich weiß nicht, aber. Bohnenmäßig Bohnen, die Sendung ist vorbei. Moderatoren sind hier vorne. Sehen wir sie? Wir sind noch Fotos gemacht, wir haben alles Fotos gemacht und jetzt gehen wir wieder heim. Dum, dum. Dum, dum, dum. Jetzt sind wir hier in der Lounge von SF. Voll zum Chillieren und so. England hat gewonnen. England hat gewonnen mit zwei. Und mit der Uhr, gell?
Ja, schon mit riesen Schuss und so. Mit so, weißt du? So Hängerschuss. Ja. Das war schon schön. Schön, look, Boda. Ja. Heute ist leider der Tag schon vorbei. Wir waren bei Joyce, wie du siehst. Gülscha gesehen. Oh, Gülscha. Oh. Nein. Und jetzt sind wir noch ein Spiel schauen. Ukraine gegen England war es, oder? Dann haben wir noch ein Lokal bekommen, wie du siehst. Bohnenmässig Bohnen. Ja, schon. Hat Gülscha gesagt. Voll. Oh, ein riesiger Pokal von Euro haben wir bekommen. Das haben wir als Geschenk bekommen, dass wir hier waren. Ja, schon. Jetzt gehen wir leider heim. Fertig. Los. Wir haben noch etwas zu essen bekommen, etwas zu trinken. Oh, 15 Stutz ist es. Oh, 15 Stutz wert gehabt. So ein richtig Burger. So richtig Salat, Burger. Burger und so. Und das ist plus, es war ein riesiger Zufall, dass wir jetzt hier im SF-Studio gelandet sind. Wir waren bei Joyce. Hat er das schon erzählt, oder? Dass es ein Zufall war? Ja, nein, ich habe ihn nicht erzählt. Eben, er hat es nicht erzählt, er hat es vergessen. Wir sind einfach hierher geklatscht, weil das Joyce-Studio ist gerade ein paar Meter weiter dort hinten. So irgendwo dort hinten. Eben, und dann sind wir hierher gekommen, haben wir sehr viele Leute gesehen, was die da machen. Und haben wir noch ein Pokal bekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, sie, was ist da los? Dann hat sie gesagt, da ist ein Match, wo man kann schauen kann und so. Dann hat sie gesagt, dürfen wir auch rein? Dann hat sie gesagt, ja, Mann, gehen nur rein. Ja, schon. Und ich hoffe, und nächste Sonntag geht es weiter. Gehen wir zum Starbucks. Wieder. Und, ja. Bist nicht live, oder, Dan? Doch, am Sonntag ist immer live Sendung. Oh, dann sind wir dort mit Gülscha und Anthony, oder? Genau. Und ja, kommen wir auch Starbucks in Basel und ja. Eben, wie schon gesagt, kommen wir alle in Starbucks Basel und checken rein, Mann. Das ist Extras 2. Und dann kommen die geben das. Ein Special Auftritt für einfach so im Fernsehstudio hängen, mal bei Joyce, mal bei SF2 und so. Und ja. Es gibt ein Extras 2. Extras 2 mit Gülscha. Ich bin Gülscha und ich muss euch etwas sagen. Bohnen TV ist bohnenmässig, voll bohnig, Mann.